Moin, moin, Freunde der faszinierendsten Knöpfchendrückerei aller Zeiten. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ja, ich arbeite mich hier weiter durch Ägypten. Achso, ich muss, glaube ich, hier lang. Hat er jetzt den vierten Endboss? Das war so eine Königin. Die war wieder einfach zu besiegen. Kein Vergleich zum dritten, der ja wirklich heavy war, wie ihr gesehen habt. Und nun arbeite ich mich hier durch so eine ja sehr schön gestaltete Landschaft. Durch hier war ich, glaube ich, auch schon da hinten. Ja, genau, da war ich schon. Da ist eine offene Kiste. Alles klar. Dann geht's jetzt hier weiter. Ja, ich mache nur noch mit der Waffe hier Damage. Also das ist, die ist zwar lahmarschig, aber mir bleibt gar nichts anderes übrig zurzeit. Oh, ein Endboss. Das ist auch gar nichts an Damage. Ich muss Geduld haben. Ich hoffe, der heilt sich nicht. Das war knapp. Lieber im Nahkampf bleiben, glaube ich. Aber ich muss einen vollen grünen Balken haben. Dass ich noch die Rolle machen kann, das ist wichtig. Ja, alles klar. Der war doch einfacher als erwartet. Okay. Korrupter Steinmetz. Okay. Was haben wir denn da Schönes bekommen? Achso. Wow. Boah. 400. Ich nehme das mal ganz kurz. Stamina, warte mal. Ja. Der Schlag. Er ist langsam, aber der schnelle Schlag ist, meine ich, ein Ticken schneller. Ja, okay. Dann geht's weiter hier. Ja, schade, dass ich keine Aufnahme gemacht habe von dem Boss davor. Das war mal ein bisschen so ein Perspektivwechsel. Boss sozusagen. Da musste ich also wirklich mal, da kam aus dem Hintergrund, hat dann mal auch geschossen und da musste man ihm sozusagen erst in die Tiefe folgen, dann auf der Ebene kämpfen, dann ist er blitzschnell wieder rüber, hat ein paar Gehilfen geholt, dann musste man die erstmal besiegen, um wieder rüber zu kommen. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Boss. Ich hatte aber dann leider vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Na, sei es drum. Der war eben jetzt nicht so prickelnd. Ach so, ich muss mal kurz gucken. Meine Uhr. Nicht zu lange die Aufnahmen mache. Ja, 2043 ist jetzt. Okay, mal eine neue Waffe ausprobieren. Oder erstmal in die Richtung.
Ich schau mal, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, was Fallen angeht. Ach so. Oh, okay. Das ist nur so ein Reisestein. Da kann ich theoretisch auch noch rein. Vielleicht kaufe ich auch mal was. Heute hat er ja eine richtig tolle Waffe. Ich schau mal. Ach so. Boah. Ein Klammern 5er oder was soll das sein? Wirklich so ein? Nee, die verkauft er mir. 16.400 habe ich. Ja, ist das erste Mal, dass ich vielleicht mal was anderes kaufe, außer jetzt Karten. Also eine Karte hatte ich ja schon mal gekauft. Das hatte ich ja gesagt. Aber wenn ich das jetzt so sehe... Naja gut, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Ja, sowas in der Art habe ich schon. Ah, Ringe hat er auch. Ja, und da gibt es halt mehr Erfahrung, wenn man Gegner tötet. Aber ich weiß sowieso nicht, was ich mit dem ganzen Geld soll. Zurzeit. Also vielleicht eine bessere Rüstung oder so. Was sind denn das hier für... Magisch. Ja, ist das eine... Ich weiß nicht. Schilder spiele ich sowieso nicht, stimmt. Ich kenne gerade nicht die Werte meiner Rüstung, aber die sieht schon recht stabil aus. Ich glaube, die kaufe ich mir. Haben wir noch was Besseres? Ach so, das sind jetzt schon... Ja. Genau, ein Helm. Einzelne Teile, doch mehr Rüstung finde ich jetzt nicht, oder... Ach so, fairerweise sind die Sachen, die ich gerade angezogen habe, auch eingeblendet, um den Vergleich zu haben, wenn ich das richtig sehe. Da, wo die Faust ist. Okay. Ich glaube, ich kaufe mir die. Ja. So. Sonst noch irgendwas Schönes? Naja, sieht ja cool aus, der Helm. Das tut er. Kaufe ich auch noch einen Ring. Was gibt es sonst noch für Items? Zwei weitere? Eine Karte. Ach so, die ist gar nicht so schlecht. Ja. Die findet man aber auch, glaube ich, in Kisten hin und wieder. Ja. Die sind auch immer wichtig, diese Steine. Die sind fürs Training wichtig. Da kaufe ich auch einen. Habe ich auch schon jetzt wieder zwei verbraten vor kurzem. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, die habe ich ja sowieso. Was ansonsten? Ja, witzig. Naja, ist ja auch so eine Art Stichwaffe, wenn man so will. Also von denen halte ich nicht so viel. Das ist schon schön. Wow. Die Axt gefällt mir. Die kaufe ich. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht auch noch einen Ring mitnehme. Jetzt habe ich gar nicht auf die Preise geachtet. Einen könnte ich mir noch leisten, ja. Naja, vielleicht wird das nochmal wichtig, mehr im Erfahrungspunkte
Punkte zu sammeln. Ich weiß das nicht. Ja, das war, genau, das war die Königin, die ich besiegt hatte. Sears. Ja, magischer Power. Also Träger. Ja, aber... warum? Wie wende ich überhaupt Magie an? Das weiß ich noch gar nicht. Nee, ich nehme dann mal diesen Ring. War das jetzt der richtige? Warte, ich darf jetzt nicht den falschen kaufen. Nein, den hier wollte ich haben. So. Okay. Ja, das Spiel hat immer noch viele, viele Geheimnisse. Ich lasse mich überraschen. Ich habe auch keine Lust, das jetzt zu YouTuben. Achso, das wird automatisch die Waffe eingestellt. Die wollte ich ja sowieso haben immer. Okay, ja, das Moveset ist, naja, langweilig. Okay, nur von oben nach unten. Der Schlag. Ja, den Bewegungsablauf kennt man von anderen auch. Naja, okay. Ich lasse sie trotzdem erstmal. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Von da kam ich nicht. Genau, ich kam da vorne raus. Nee, doch nicht. Ja, ich bete nochmal. Ah, Mist. Hier komme ich so gar nicht rüber. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Hier hinten noch irgendwie eine Ebene wechseln. Das vergisst man mal ganz schnell. Oh, ja. Ja, hier war ich noch nicht, auf gar keinen Fall. Mal gucken. Oh Gott, ist die schlecht, die Waffe. Meine Güte, zum Glück läuft das Spiel nicht weiter wie bei Dark Souls. Da kann man, da ist das Pausieren wirklich absolutes Risiko. So. Aber warum mache ich so wenig Damage? Was ist, ach, das ist eine Skorpionklaue oder ein Skorpionstachel sozusagen. Witzig. Wird wahrscheinlich aber auch dann eher so eine Piekswaffe sein, schätze ich mal. Es sticht ja zu, der Skorpion. Nee, ich nehme die. Aber warum? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin ein bisschen perplex, warum ich so wenig Damage da eben gemacht habe. Die macht ganz gut. Ja. Okay. Boah. Dann einfach ein Vogel. Getroffen, aber ist egal. Das muss ich dann manchmal in Kauf nehmen, dass ich mit einem Schlag zwei auf einmal treffe. Eieiei. Ja, die Waffe ist gut. Auf jeden Fall. Okay, schau ich mir später mal an. Muss ein bisschen vorsichtiger gehen. Hier lauern bestimmt die ein oder anderen Fallen. Hier kann ich runter. Das lassen wir erstmal. Extrem schnell. Oh, meine Ausdauer ist so wirklich. Ganz kurz mal gucken, das gefällt mir nicht. Die Ausdauer ist auch so schnell weg. Weil da würde ich noch gerne gucken im Hintergrund, was dann auf mich kommt. Kamera kann ich leider nicht drehen, Mist. Ja, ist natürlich übel, was dahinter kommt. Let's go.
Okay. Überraschen? Ah, hast nicht recht, ne? Dass ich dir gleich einen überbrate. Oh, die sind auch übel, die Dinger. Der gefällt mir gar nicht, der Vogel. Nein. Nein, ich will die Ausdauer zum Rollen. Ah, es dauert zu lange, bis der Balken wieder nachlädt, aber... Die werden noch einmal schlagen. Ach, oh, dieses Dreier-Kombo. Mann, die sind stark. Die sind richtig stark. Und ich brauche Energie. Oh, ich muss vorsichtiger spielen jetzt. Du musst jetzt nicht in der Falle treten. Das ist übel. Da ist das Rollen wirklich verkehrt. Da kriege ich hinten auch noch einen mit, wenn ich durchroll. Okay. Bringt mir nicht ein Schild. Gehe, glaube ich, wieder zurück, um mir Energie zu holen. Mal schauen. Oder vielleicht kommt jetzt was. Ah, ein People. Okay, Leute tragen was Schweres, okay. Ah, ich bräuchte lieber Energie. Ich glaube, wenn da noch viel kommt, ich gehe lieber zurück. Ich muss nochmal Energie aufladen. In Respawn die Bosse zwar, aber... Oh, dann muss ich hier auch wieder vorbei, ne? Ah, ja, nee. Okay. Dann muss ich jetzt wirklich sehr, sehr konzentriert spielen. Gar nichts riskieren. Nein! Okay. Bitte, bitte Energie. Ist das eine Falle da? Nee, okay. Ah, da unten ist Energie. Oh, das war gut. Oh, das ist gut. Nur zwei Ampullen. Ach, besser als gar nichts. Einen habe ich noch dabei. Oh! Wie kann ich den ausweichen? Oh. Kann ich den überlaufen? Oh, die habe ich jetzt gar keinen Bock. Hier ist ein Hebel, hoffentlich kann ich die benutzen. Ja. Oh, und schnell weg hier. Nein! Oh, hier ist Absperrung. Glück habe, kann ich jetzt nochmal hier hoch? Okay. Boah. Okay, vielleicht krieg ich sie hergelockt und komm durchgelaufen. Ah, die zwei mit ohne Energiedrink, das wird zu schwierig. Lauf, 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 komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Ja. Okay. Hier war ich ja vorhin auch schon mal, meine ich. Von der anderen Seite. Was ist da los? Ah, jetzt ist der abgesperrte Bereich. Jetzt muss ich kämpfen.
Ah, Mist. Muss riskieren. Er muss weg. Oh, gib mir Energie, gib mir Energie zum Ausweichen. Gut. Okay. Okay. Oh, da kommt noch einer. Ach, du meine Güte. Oh, noch einer. Das ist jetzt Nervenkitzel vor hier. Nein! Ich werde das grüßen nur. Okay. Zu früh gerollt. Alles klar. Also das Spiel zieht massiv an. Das merke ich jetzt. Das Rollen ist wirklich tricky. Also muss man noch viel, viel genauer rollen als bei Dark Souls. Oder bei Salt and Sanctuary. Ja, wie viel habe ich jetzt schon an Aufnahme? Also, das ist eine Aufgabe. Da muss ich durch, da muss ich weiter. Oder aber doch mal reisen und langsam mal diese ganzen Sachen, die ich habe, abgeben. Da müsste ich aber theoretisch ganz, ganz weit zurückreisen. Also ins erste und zweite Gebiet, da waren noch einige Leute, die da irgendwas erwarten von mir. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist auf jeden Fall jetzt Hardcore geworden. Weil so diese übermächtigen Waffen fehlen noch. Ich habe hier jetzt zwar eine, die ganz gut Damage macht, aber die Gegner machen extrem viel Damage auch. Ach so, was ich vergessen hatte, das hätte ich vielleicht auch gleich mal aufsetzen. Nee, hatte ich den automatischen angelegt, ne? Mein... Nee, nicht Schild, warte mal, meine Rüstung. Also die hat er automatisch schon an, dann? Ja, hat er, ne? Die hatte ich gekauft. Oder? Das ist die gute, ne? Ja, das ist sie. Ja, alles klar. Aber hat er das auch bei den anderen Dingen gemacht? Das ist die Frage. Oh ja, der ist schon besser. So. Beine, Beine, Beine. Gut, bin eigentlich gut ausgestattet. Ring lasse ich erstmal, dass ich einen vierten Drink habe. Was haben wir hier noch? Ja. Ja, das sind wie gesagt diese Diamanten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die setzt man denn in die Löcher ein. Das wird dann alles relevant, wenn man trainiert wird. Was habe ich auch noch alles gar nicht gelernt? Nee. Heavy Armor. Oh, noch nicht. Also ich frage mich auch wirklich, wo diese ganzen Trainer sein sollen. Also ich gehe die Level wirklich also ziemlich ausgiebig ab und schaue hier und da in Ecken auch nach. Also entweder ist das Spiel länger, als ich dachte, oder ich habe die wirklich übersehen. Ja. Ja, okay. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne erstmal, bye bye und auf Wiedersehen.